So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das nächste Lego-Magazin und zwar das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin Nummer 64 für rund 4 Euro. Genauer gesagt 3,99, aber den Cent runde ich mal auf. Was gibt's dabei? Ein Raumleiter, hey! Und ein Stickertütchen der brandneuen und aktuellen Lego Sticker-Kollektion, also Lego Star Wars Sticker-Kollektion. So, ihr wisst, eigentlich bin ich ein Fan oder bleibe ich auf jeden Fall immer. Lego Minifiguren, auch von Star Wars, die Minifiguren sind klasse. Aber so langsam gefallen mir verschiedene Raumgleiter doch, weil es gab es ja mal bei einem Lego Star Wars Set so ein kleines Diorama, so groß ungefähr, exklusiv mit so drei Raumschiffe drauf oder Raumgleiter drauf, sah cool aus, gefiel mir. Habe ich so ähnlich nachgebaut mit anderen Raumgleiter, das gefiel mir. Ja, und außerdem habe ich euch ja mal versprochen, irgendwann mal alle meine Raumgleiter, die ich die letzten Jahre aus diesem Magazin, Wundertüten und alles drum und dran, wo ich habe ja so viele, euch mal alle präsentiere. Ich besorge mir mal alles, mal so die transparenten Lego-Stäbe, die man so aufpinnen kann und dann reiche sie mir auf. Wenn ich Zeit habe, mache ich das natürlich, weil ich habe noch so viele andere Projekte vor. Ihr wisst es, kommen wir gleich zu. Aber nichtsdestotrotz blättern wir hier natürlich jetzt in das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin drin herum. Stickeralbum, Stickertütchen, habe ich alles schon angeboxt. Multipacks, Blister, ihr wisst es, bin ich auch eigentlich weniger der Fan von, aber die Multipacks sind gut. Dann fängt das natürlich an. Die Comicbeilage und teilweise sind die wirklich cool, witzig, humorvoll. Die sind gut, sagen wir so. So, dann haben wir hier natürlich das Sticker und Rätselspaß. Dann geht natürlich das Comic, ihr seht selber, es ist groß gezeichnet für alle guten und schlechten Augen, sag ich mal so, Scherz für Seite, aber es ist doch wirklich gut gezeichnet. Paff, puff, zisch und so weiter. Ja, dann haben wir hier ein Poster, zwei Seiten. Ja. Innere Seite. Oh, das hat natürlich was. Das ist der Klassiker-Motiv. So, und jetzt kann man auch, ihr seht es selber, es leuchtet schön, nicht in dem Sinne, aber es ist richtig schön cool. Dieses als Diorama verwenden. Jetzt etwas kleiner schneiden. Vorsichtig natürlich hier den Rand ein bisschen, hier unten die Schrift weg. Hier hinten etwas. Dann die passenden Lego-Figuren. Zwei Stück nur. Wirklich nur zwei Stück. Das im Hintergrund sieht richtig cool aus, finde ich. Also ist meine persönliche Meinung. Könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie würdet ihr das sehen? Passend oder nur ihm als Figur ist schade. Natürlich auch das wieder. Zwei Figuren hierhin. Perfekt. Schönes Diorama. Ist wirklich schön und selten vor allen Dingen. Aber was haltet ihr davon? Andere Seite? Nee, nicht wirklich. Aber die Seite, die hat was. Dieses Poster kommt natürlich erstmal in meine Ecke, wo ich in so eine Mappe, da habe ich meine Posters immer drin, wo ich mir vielleicht Dioramen von baue, entweder Bilderrahmen, Dioramen oder so auf Plastik, Acryl im Hintergrund, sieht auch ganz cool aus. Aber wie gesagt, dies werde ich behalten, weil maximal zwei Figuren oder eine finde ich richtig cool. Auf eure Meinung bin ich echt gespannt, wie ihr das finden würdet. Also schon mal weg. Dann haben wir hier natürlich Merchandising, Rätselspaß. Ja, es ist Merchandising mit Comic in alles in ein. Wir kennen das ja. Ist natürlich nicht der klassische X-Wing, aber die Figuren, die dabei sind, sind cool. Dann haben wir hier Rätselspaß, Bauanleitung. Ich nehme sie mal raus, weil ich sie gleich brauche. Zwei Seiten, aber ihr seht schon, es sind nicht viel. Dann natürlich hier was. Ah, ja. Über das brandneue Spiel. Dann natürlich Comicbeilage. Eine andere. Dann hier seht ihr selber,
habt ihr eingeschickt. Und nächste Mal Werbung von das Lego Star Wars Magazin. Richtig cool. Stickertütchen weniger, aber ist wieder Loop drinne. Klassische blaue Laserschwert. Der Druck an sich, naja, der passt nicht wirklich dazu. Aber top. Was haben wir hier? Lego Ninjago Magazin. Hey. Am 29.09. boxe ich ja sowieso an, aber die Luke Skywalker-Figur finde ich gar nicht mal so schlecht. Besonders blaue Laserschwert, aber eben der Druck, ja, das ist mehr so ein, na, ich sag's lieber nicht. Dann, ach ja, die Rückseite. Dieses Lego-Set habe ich natürlich auch angeboxt. War die zweite Auflage, die erste Auflage von dieses Set, war ja ruckzuck ausverkauft und richtig teuer geworden im Internet. Das wird zum Kultset oder sowas. Oder ist wahrscheinlich schon. Weil teilweise gibt es das schon wieder nicht mehr. Aber ich weiß nicht, nur weil es blau ist? Könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt zu den Mini-Lego-Star-Wars-Raumgleiter, der dabei ist. Ich muss mal eben die Schere holen, weil das ist ja eine typische, klassische Zugklebetütchen. Schön über die Schrift, maximal 3/4 aufschneiden. So mache ich es immer. Und dann 37 Bauteile auskippen. Ja, alles fertig. So, und jetzt muss ich natürlich immer wieder in der Bauphase meine Hände reingreifen, aber das fertige Produkt zweimal in einer, das Ganze zweimal. Kommt dann hier außen drauf. Einmal. Wo haben wir die nächsten? Einer. Zweimal. So, jetzt das Ganze wieder zweimal. Dieses Stück. Einer. Wo sind die? Ach, da sind sie ja. Einer, das Ganze auch zweimal. Ups, der will aber nicht. Einmal, da ist der zweite. Aber nichtsdestotrotz, ihr kennt ja, schreibt mir alles auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das findet, den Raumgleiter. Habt ihr ihn schon? Findet ihr den gut? Findet ihr ihn nicht gut? Seid ehrlich zu mir und alle anderen natürlich. Dann jetzt die dunkelgrauen, jetzt einfach hier so. Drauf. Oh, wo ist jetzt mal da hinten? Ne? Hat natürlich schon was, ihr seht es. Aber ist es mal wieder ein Raumgleiter? Naja, da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, aber der passt zu irgendwas, was man bauen will. So ein Diorama, ihr wisst schon, was ich meine. Richtig klassisch. Schön Angreifposition mit diesen transparenten. Ja. Es hat irgendwas. Ich weiß nur nicht was, aber es hat was. Muss ich natürlich erstmal fertig sehen. Einmal, das Ganze wird zweimal zusammengesteckt. Zweimal, dann kommt es nach vorn und hinten. Die zwei, einer. Einmal der Runde in der Mitte und der nächste ist hier. Ja, könnt ihr schon erahnen. So, dann die Transparente, der kommt nämlich hier oben in der Mitte drauf. Dann einmal die Kuppel mit dem roten Stab befestigen und dann. Ah, nee, von unten, Entschuldigung. Einmal drehen, ja. Hab's jetzt mal wieder überflogen. Sollte man nicht tun. Aber so, die erste Seite der Bauanleitung ist fertig. Kommen wir nun zur zweiten. Einmal, dann den roten da drauf. Die zweite Seite, ja, das müsste die hier sein. Das war's. Dann kommt. Oh, so,
Umdrehen? Ach so, zweimal die Spitzen. Komm jetzt hier dran. Einmal. Zweimal. Seht ihr, sieht schon richtig cool aus. Und dann auf die roten nochmal das gleiche, wo ein bisschen rot übersteht. Hat was. Und das Ganze bauen wir jetzt zweimal. Fix und schnint. Na, wo denn jetzt? Ja, wenn es schnell gehen soll. So. Passiert alles, bloß nicht das Schnelle. So. Ah, zweite Flügel. Und das Ganze kommt jetzt transparente Scheibe. Dies nach hinten, dies nach oben. Perfekt. Und dann natürlich so angedockt daneben. Einmal, zweimal. Jetzt muss man sagen, der Originalgroße, der sieht natürlich viel nicer aus, cooler aus. Aber das kleine Teil, es hat was. Man kann schön, wie gesagt, ein Verfolgungsdiagramm bauen, so jetzt die transparente Stange, die ich meine, ein paar andere im Hintergrund. Sieht richtig cool wahrscheinlich aus. Was haltet ihr von der Idee? Richtig cool. Ja, ist mal wieder ein anderer. Mir gefällt es deswegen. Und natürlich, weil das brandneue Lego Star Wars Magazin ist, habe ich euch das angeboxt für mich und die im Plus zu haben. Also wie gesagt, das ist es nun, das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin Nummer 64 für rund 4 Euro. Ihr schreibt mir, wie ihr den Raumgleiter findet und vor allen Dingen, wie ihr die Idee findet mit dem Poster als Diorama. All das könnt ihr, sollt ihr für mich und alle anderen natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich versuche natürlich irgendwas Günstiges von Lego Star Wars unter ein Video zu verlinken. Ihr wisst es. Es kann ein altes Produkt sein, neueres Produkt, Hauptsache günstig. Aber nichtsdestotrotz ist das Wichtigste ja sowieso, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.